Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 5, die Chronik. Ja, wir haben im letzten Part ein Pentagramm gemalt, das nicht so gut funktioniert hat eigentlich, aber naja, wir haben es zumindest versucht. Und haben, dann hat ist dieser nette Reiter, ich glaube, der hieß Wladimir irgendwas, ein weiterer Dämon natürlich, ist hier aufgetaucht und wollte uns mit seinem Schwert erschlagen. Zum Glück ist aber der Pater noch rechtzeitig eingesprungen und hat uns geschützt. Dann hat der Dämon ihn dabei leider K.O. geschlagen und mitgenommen und hat uns jetzt, was heißt den Deal, aber die Drohung gegeben, wenn wir ihm nicht helfen, hier zu entkommen. Dann, da unten schwimmt irgendein Vieh, ich möchte nicht hin. Wird der Pater leider nicht überleben. Denn der Dämon ist hier eingesperrt, da Dämonen kein fließendes Wasser überqueren können. Und dementsprechend, ja, müssen wir irgendwie sorgen dafür sorgen, dass das Ganze hier dass das ganze Wasser aufhört, sich zu bewegen. Um es mal ganz entspannt zu sagen. Warum leuchtet das Wasser hier so extrem grün? So. Da unten waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Schätze. Habe ich gerade gesehen. Worum er dieses Vieh rumschwimmt, da kommen wir jetzt gerade noch nicht hin, weil die Strömung zu stark ist. Aber da unten waren sehr, sehr viel Gold und sehr, sehr viele Schätze. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendeine Bedeutung hat, aber ich denke mal schon. Irgendwann bestimmt. Wird bestimmt irgendwie nochmal wichtig. Oh Gott, Hilfe. So, wir versuchen nochmal ganz kurz hier links jetzt reinzukommen. Sehr schön. Das hat sehr gut geklappt. Dann einmal hier raus. Und ein Secret bei dem. Sehr schön. Da haben wir schon das zweite Secret. Das läuft doch... Ne, wir haben alle 3 von 3. Sehr gut. Wer hätte das gedacht, dass ich mal in diesem Level alle 3 Secrets bekommen würde. Oder in einem dieser 3 Level alle Secrets bekommen würde. Sehr nice. Mensch, das wird immer besser. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, diese Level sind irgendwie nur zu meinen Hass-Leveln geworden. Wegen dem Level Labyrinth. Wenn ich mal jetzt gerade so drüber nachdenke. Ich habe damals, also ich habe, weil ich das schon immer, es ist einfach immer so gewesen, dass ich, erstmal waren diese Skelette extrem nervig und diese kleinen Viecher, die einen die ganze Zeit abwerfen und so, sind auch übertrieben nervig. Aber das, was mich, glaube ich, am meisten gestört hat, war dann wirklich einfach das Rätsel mit diesen Säulen. Weil ich da, glaube ich, ziemlich lange immer festhing und nicht wusste, wie ich da weiterkommen soll. Und auch das mit diesen Skeletten, die halt einfach, dass sie einfach alles so viel Schaden macht und einem alles verfolgt und man überall irgendwelche Fallen hat. Und man halt sich einfach null wehren kann. Das ist, glaube ich, das, was mich wirklich am meisten gestört hat. Und ich würde auch immer noch sagen, es sind auf jeden Fall die Level, die ich am wenigsten mag von allen Leveln. Aber es ist, glaube ich, also jetzt zumindest in diesem Run ist es nicht, dass ich wirklich sage, boah, ich hasse diese Level über alles. Aber ich glaube, es liegt wirklich einfach daran, dass ich wirklich extrem viel Glück beim Labyrinth hatte. Dass ich wirklich die Kurbeln und so weiter direkt richtig gemacht habe. Weil hätte ich das nicht geschafft, so wie es sonst meistens, glaube ich, ziemlich der Fall war, dann wäre es, glaube ich, das Ganze ein bisschen anders ausgegangen. Mit, oder würde ich jetzt ein bisschen anders zu dem Ganzen stehen.
Okay, dass sie so hochgreifen kann, hätte ich nicht gedacht. Das war gerade sehr impressive. Ach, okay. Das ist das, wo das Secret beim letzten Part war. Okay, man hätte also theoretisch nicht... Doch, hätte man. Ich glaube, ich habe mich gerade einfach nur hochgebackt, kann das sein? Da vorne, dass man da wirklich nicht hochgreifen kann eigentlich. Wo ich gerade gesagt habe, dass ich sehr impressed bin, wie hoch sie auf einmal gegriffen hat, weil es normalerweise nicht ihre Greifrange ist. Aber es wäre sie auch, glaube ich, nicht gewesen. Sondern es war einfach nur... ja. Einfach nur ein Bug. Aber das Secret habe ich eh schon. Glaube ich, auf dem Weg geholt, auf dem man es bekommen soll. Was bist denn du? Hi. Na? Oh Gott, Hilfe. Aua. Nicht töten. Ich habe dir ein bisschen Geld geklaut. Hihi. Aha. Hihi. Hihi. Haha. Hab mich in Ruhe. Oh. Silbermünze. Sehr schön. Eine Seehexe. Boom. Tschüss. Oh. Ich glaube, das würde nicht so gut ausgehen für dich. Mein Lieber. Die können ja nicht weglaufen. Weil sie keine Beine hat. Oh oh. Ripp. Ripp, liebe Seehexe. Es war eine sehr, sehr schöne Begegnung. Eine sehr, sehr schöne kurze Begegnung mit dir. Ups. Da. Habe ich einen Dämon mit dem Dämon getötet. Das war schon irgendwie fies, ne? Ich glaube, die wollte halt eh nur ihre Schätze beschützen. Und wir sind halt einfach dann dazwischen gefunkt. Und sie konnte sich halt oben jetzt auch nicht wehren. Weil, die entspannt. Weil sie keine Beine hat, sondern nur Flossen. Also nur eine Schwanzflosse. Und ja, das heißt, sie hatte nicht wirklich Chance, da jetzt zu überleben. Im Wasser ist sie zwar stark, aber außerhalb ist eher weniger so. So, ich hoffe, das hat jetzt auch irgendwie gelohnt, dass wir das getan haben. Nicht, dass wir das hier zum Sand umgebracht haben. Aber es sieht sehr gut aus. Ja, wir sind irgendwo. Wo auch immer wir sind irgendwo. Wir können was drehen, das ist schon mal gut. Wir wollen auch keine Sorgen machen wegen Secrets, weil die haben wir ja schon alle. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Ding gerade hier bringt. Ich dachte, das stoppt das vielleicht, aber nö. Das tut es auf jeden Fall schon mal nicht. Aua. Hier ist eine verschlossene Tür, okay. Ich würde echt ganz gerne wissen, was dieses Rad bringt. Dann würde ich auch direkt, könnte ich viel besser einschreiten. Weil ich denke, das wird wieder zeitgesteuert sein, so wie alles hier in diesem Spiel. So
sobald du irgendeinen Schalter hast, ist der immer zeitgesteuert. Drüben kann man noch hin. Stangen schwingen. Das haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Oh nein, sag mir bitte, ich muss jetzt hier den größten Parcours dieser Welt ausfüllen innerhalb von ein paar Sekunden. Ich kann das doch nicht. Es ist irgendeine Tür, die jetzt geschlossen ist. Und die hätte ich öffnen können. Also. Was ist das denn? Okay. Ich muss echt mal kurz gucken, was dieses Rad im Endeffekt bringt. Weil das kann ja einfach umsonst da sein. Ach Quatsch, das will ich gar nicht. Ich hatte das ja direkt hier bei mir. So, kurz mal gucken. Was das so bringt. Ich mach einfach mal und gehe den kompletten Weg jetzt nach oben. So schnell ich kann und mal schauen. Ob es im Endeffekt irgendeine Auswirkung hat. Irgendwer nicht, ne? War die Tür offen vielleicht? Mensch, ich liebe es, wenn es keine Anzeige gibt, was es bringt, was man gerade macht. So wie so eine Kamerafahrt oder sonst irgendwas, die sagt, hey. Ah, jetzt öffnet die Tür da vorne echt. Okay, man muss sich jetzt noch ein bisschen eilen. Gut, gut, okay. Wenigstens weiß ich jetzt schon mal, was ich machen muss. Oh Gott. Immer diese Scheißmusik, wenn Fledermäuse kommen, ne? Alter. Es sind nur Fledermäuse. Entspann dich mal, Spiel. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt hier? Warte. Muss doch irgendwas geben. Aha. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn ich jetzt einfach wieder runtergerutscht wäre und das wäre es einfach gewesen. Aber nein, da ist ein Schalter, sehr schön. Hoffe ich, treffe ich auch? Nein, natürlich nicht. Okay. Ach, Mensch. Du musst schon rennen. Ohne wird das nichts. Ach Mädel, wie genau muss ich mit auf den Schalter springen? Danke. Okay.
Okay. Nun wissen wir auch, wo wir hin müssen. Dank dieser tollen Kamerafahrt. Jetzt wenigstens verraten, wo es jetzt lang geht. Oder ist es der Ausgang gewesen, der uns angezeigt wurde? Ah, okay, es war der Ausgang. Ja gut, dass wir zu dieser Tür hier unten hin müssen, als wir uns hier rauskommen, das wäre mir schon ziemlich klar, aber ich hatte gerade durch die Cutscene dass das vielleicht naja der Weg rein ist. Aber nein. Wieso ist hier eigentlich zu? Was soll das? Die Kamera hat einfach nichts gebracht. Hat jetzt gezeigt, wo wir rauskommen. Und hier waren wir schon. Und, hat ansonsten uns einen Weg gezeigt, den wir gar nicht einschlagen können, weil da ein fucking Gitter ist. Gehen wir oben lang. Das Wasser fließt nicht mehr. Aber es hat gerade noch auf das andere Wasserrad gezeigt. Hier dürfen wir jetzt ja auch lang gehen können, ja, genau. Denn da vorne ist auch ein Eingang gewesen, hätte ich gesehen. Da konnten wir aber vorne nicht lang, weil wir immer hier runtergerissen wurden. Keine Ahnung, wo uns das hier entführt, aber wir gucken einfach mal. Und jetzt bin ich oben. Naja. Und Musik startet. Das ist immer ein gutes Zeichen. Nein, verdammt, das war ein bisschen zu knapp. So, nochmal. Das wäre so ein schöner schräger Sprung. So wie ich sie liebe. Sehr schön. Und direkt rein da. Ja. Wieso kann ich da nicht rein? Gut, ich komme nicht rein. Kann es sein, dass ich gerade einen Weg gefunden habe, den ich erst brauche, wenn ich das andere Wasserrad deaktiviert habe? Aber ich glaube schon, ne? Tja, das ist unpassend. Es ist nur ein Wasserrad und es. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Warte, ich will ganz kurz was gucken. Bevor wir jetzt irgendwie doch den Weg gefunden haben und den einfach nicht richtig aktivieren. Ich will mich irgendwie abseilen oder so. Dass ich einfach so. Mich hier so runterlasse.
Ne, das wird nichts. Okay, schade. Dann, müssen wir schon noch den anderen Weg finden. Ich gehe mal zu dem... zu dem Wasserrad, weil da wurde ja die Kamera drauf gerichtet. Oh. So. Bisschen gegen die Strömung, aber... Kriegen wir schon her. Hey, du gehörst doch schon hin. Madame. Okay, so wird das nichts. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich echt auf die andere Seite nochmal. Aber gut, ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Von Tomb Raider 5, die Chronik. Hier in Island. Und dann gucken wir mal, dass wir hoffentlich den Pater komplett befreit bekommen. Da kommt er wahrscheinlich rein, ne? Ja, wir werden sehen. Ich würde auf jeden Fall sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.